Hallo ihr Lieben, heute mal aus einer etwas anderen Perspektive, aber ich hatte keine Lust, die Softbox jetzt rauszukramen und ja, deswegen habe ich mich jetzt so gesetzt, dass ich vorm Fenster sitze und ich Licht kriege. Es kann sein, dass ich während des Videos heller und dunkler werde. Es ist Herbst, die Sonne kommt, die Sonne geht, die Sonne kommt, die Sonne geht und so schnell kann die Kamera dann auch immer nicht reagieren. Ja, aber ich wollte heute mit euch einfach nochmal ganz kurz das Gewinnspiel auslosen, was ich ja in meinem Vlog versteckt hatte in dem letzten. Und ich fand, das hat ganz, ganz gut funktioniert, deswegen werde ich das in Zukunft immer so machen, dass ich meine Gewinnspiele in meinen Videos verstecken werde und sie nicht nochmal groß ankündigen werde. Denn ich habe festgestellt, dass wirklich sehr, sehr viele Leute bei den Gewinnspielen immer mitmachen, die sonst meinen Kanal eigentlich gar nicht so gucken und einfach nur das Zeug abstauben wollen. Und das ist meiner Meinung nach nicht Sinn der Sache. Ich möchte, dass meine Abonnenten die Sachen gewinnen, weil sie mich gerne gucken und ich möchte ihnen ja damit eine Freude machen. Deswegen werde ich ab sofort alle Gewinnspiele in meinen Videos verstecken. Und für denjenigen, der halt vielleicht gerade dieses eine Video dann nicht sieht, tut es mir leid. Aber ich möchte halt die Leute gerne belohnen, die auch regelmäßig meine Videos schauen und kommentieren und liken. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, sie sind ab sofort immer versteckt, die Gewinnspiele. Ja, ich möchte mit euch aber erstmal das letzte Gewinnspiel auslosen. Das war mein 2000 Abonnenten-Gewinnspiel. Wer meinen letzten Vlog geguckt hat, der weiß es ja. Und es haben einige Leute mitgemacht. Ich habe alle aufgeschrieben und hier reingeworfen. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Leute werden, dann muss ich mir was anderes überlegen, wie wir das auslosen. Denn ich habe ganz schön lang geschrieben und gefaltet. Ja, und ich möchte das Ganze jetzt mit euch erstmal auslosen und ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, wer gewonnen hat. So, Moment. Ach ja. Und ja, ich lose das Ganze jetzt mit euch aus. Es ging in dem Gewinnspiel ja darum, dass ihr 4 Bücher gewinnen konntet. Ich habe das jetzt nicht nochmal hierher geholt, das Zeug. Es waren die 4 Bücher und das Goodiebag von der Laura Newman von der Leipziger Buchmesse mit der Betonkette noch drin. Und ja, ich würde sagen, wir losen das Ganze jetzt einfach mal aus und gucken mal, wer gewonnen hat. Ich habe noch ein paar Zettel in der Hand. Wir nehmen einfach den. Gucken wir mal, wer gewonnen hat. Und gewonnen hat Heavenly. Herzlichen Glückwunsch. Und das freut mich total, denn Heavenly ist eine Abonnentin. Abonnentin, die immer regelmäßig bei mir auch kommentiert. Und das freut mich dann natürlich umso mehr, wenn sie gewonnen hat. Und ja. Herzlichen Glückwunsch, Heavenly, du hast gewonnen, du kriegst die 4 Bücher. Ich möchte gerne, dass du mir eine E-Mail schreibst. Ich blende dir meine E-Mail-Adresse hier nochmal ein und schick mir einfach die E-Mail-Adresse mit deinen Daten und dann schicke ich dir das Paket dann natürlich auch zu. Und ja, herzlichen Glückwunsch und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit den Büchern. Ja, ansonsten gibt es eigentlich an dieser Stelle auch nichts mehr zu erzählen. Für alle, die nicht gewonnen haben, tut es mir leid, aber es läuft ja aktuell noch das Gewinnspiel für Jennifer Armentrout. Also wer da in meinem Interview mit Jennifer Armentrout noch nicht reingeschaut hat, guckt da auf jeden Fall nochmal vorbei, wenn ihr ein Goodie von ihr gewinnen möchtet. Das kann ich euch an dieser Stelle nur sagen. Und ja, mehr gibt es jetzt auch nicht zu sagen für dieses kurze Auslosungsvideo. Herzlichen Glückwunsch an Heavenly, du hast gewonnen. Alle anderen, beim nächsten Mal gibt es ja auch noch eine Chance. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.